Hallo zusammen, ich habe euch gesagt, ich mache euch ein Video über diese Akku- oder Batteriebox oder Batteriekasten. Und zwar steht die hier auf einem Transportkühler, das ist also ein Kühler, den ich in einen Bus, VW-Bus oder sonst irgendwas, die Größe einladen kann und ich habe einen Tiefkühler oder ein Kühlfach. Es ist angesprungen, ich erkläre euch hier die Box. Der Grund ist ganz einfach. Wir haben heute Probleme, dass wir bei einem neuen Fahrzeug Strom herkriegen. Weil die Spannung dann rauf und runter geht. Und bei den Elektrofahrzeugen, was jetzt kommt, da kriegen wir kaum mehr Strom. Die Kühlmaschine läuft jetzt, wenn ich sie jetzt wieder ausschalte, hier über den Hauptschalter, wir schauen die Funktion jetzt hier an, ich schalte den wieder ein, dann leuchtet auch das Display. Hier zur Funktion dieses Display, ich habe also hier einen Hauptschalter, den kann ich ein- und ausschalten und ich kann hier den Wechselrichter, der hier drin sitzt, ein- und ausschalten. Ich habe momentan eine Spannung von 233 Volt. Ich habe hier die Leistung, die rausgeht, das ist zurzeit 0. Ich habe eine Spannung der Batterie von 13,3 Volt und eben die Spannung. Das Kühlaggregat ist hier jetzt ein bisschen verzögert. Das ist an sich die Funktion vom Wechselrichter, den wir brauchen, um das Kühlaggregat, die neuen Kühlaggregate hier in der Größe, laufen über 230 Volt. Es geht im Moment. Wir sehen jetzt hier, das ist die Leistungsaufnahme 43 Watt. 45 Watt. Das ist jetzt der Lüfter, der jetzt anfängt zu laufen. Wir haben ein gesetzliches Problem betreffend der Spreng des explosiven Kältemittels, das heute vorgeschrieben ist. Und ihr seht jetzt hier, das Kühlmaschine braucht 500 Watt Strom. Da wir in dieser Batterie drin jetzt 1200 Watt haben, haben wir eine Laufzeit für diese Kiste von der Maschine von rund 3 Stunden. Ihr seht jetzt auch, geht die Leistung zurück. Aber das hat nichts mit dem Kompressor zu tun. Jetzt kommt der zweite Lüfter, jetzt geht es wieder hoch. Also wir können etwa 2 Stunden, 3 Stunden Maschinenlaufzeit gewähren. Das heißt, so ein Transcooler läuft mit diesem Gerät circa 8 Stunden, als Tiefkühler etwa 4 Stunden. Ja, wir gehen jetzt weg vom professionellen Anwendung zur Freizeitanwendung, also irgendwo in einem Wohnmobil drin. Da kann ich zum Beispiel so eine Kühlbox etwa mit dem Gerät vollgeladen rund 5 Tage betreiben, weil die Box braucht wesentlich weniger Strom wie das große Monster mit über 1500 Liter. Wir haben hier, kommen wir zu den Anschlüssen. Wir haben hier den 230 Volt Ausgang, hier den Lüfter vom Wechselrichter. Der 230 Volt Ausgang haben wir 1500 Watt. Da können wir auch eine Kaffeemaschine anhängen. Eine Nespresso-Kaffeemaschine können wir dann mit dem Teil etwa 40 Kaffee rauslassen. Nur wenn ich 40 Kaffee rauslasse, dann kann ich die Kühlbox nicht mehr 5 Tage betreiben. Aber ich könnte 20 Kaffee rauslassen und 2,5 Tage die Kühlbox betreiben. Diese rund 40 Kaffee, die ich hier Kapazität habe, wir haben Leute schon gesagt, ja, ich kriege damit 50 Kaffee hin. Nur, mache ich einen kleinen Espresso und zieh nacheinander oder mache ich einen großen und heiz immer die Kaffeemaschine auf. Also es hängt ein bisschen von der Kaffeegröße ab. Wir haben hier 2 Zigarettenanzünder. Ich kann das Kabel hier
dann den Zigarettenanzünder einstecken. Das ist das, was andere empfehlen. Diese Zigarettenanzünder wackeln, haben ein bisschen Luft und ja. Wir empfehlen dafür ein anderes Kabel. Und zwar haben wir die gleiche Kabel mit diesem Industriestecker, Anderson-Stecker, Harris und so weiter. Da gibt es zig Hersteller. Wir haben hier hinten einen weiteren Ausgang und wir können hier, dieser Stecker rastet ein und so die Kühlbox betreiben. Das Kabel kommt aber separat. Aber wir haben hier wirklich eine gute, saubere Verbindung. Jetzt komme ich wieder zurück zum professionellen Sektor. Im professionellen Sektor, also nicht die große Box, die ich euch vorher gezeigt habe, sondern die Box als Tiefkühler, die minus 25 Grad macht, auch bei 50 Grad außen, da habe ich diese Kabel, da hat die Box auch schon mal diesen Stecker als Anschluss und den kann ich hier anschließen. So kann ich mit diesem Kabel die Box betreiben. Wenn ich einen Tiefkühler nehme, dann kann ich das Ding mit der Box circa einen Tag betreiben. Wenn ich einen Medizintransportkühler nehme, zum Beispiel für Impfstoffe, was jetzt gerade aktuell ist, der minus 80 Grad macht, die gleiche Kühlbox, minus 80 Grad, dann kann ich mit der Box hier diesen Tiefkühler oder minus 80 Grad etwa 10 Stunden aufrechterhalten. Also das heißt, für einen Transport von empfindlichen Gütern die Tiefkühl minus 80 Grad und dann diese Box. Funktioniert. Jetzt gibt es ja Powerstation und wir schreiben hier Batteriebox. Auf Englisch Batterie. Hat sich so ergeben. Was ist der Unterschied zwischen einer Powerstation? Ich kann da, findet ihr im Netz verschiedene Version und eine Batteriebox. Eine Batteriebox ist eine Box, oben Wechselrichter und unten drin eine leere Box. Diese leere Box, die bieten wir an. Ich setze das drauf und drehe das mal um. Weil es gibt ja verschiedene Batterien. Ich habe jetzt hier als Beispiel eine 100 Ampere Excite Batterie, eine Blei AGM. Wir könnten diese Batterie in die Box verbauen. Überhaupt kein Problem. Wir können auch eine 50 Ampere in diese Box verbauen. Ihr könnt die Box bei uns kaufen, ohne Batterie. Die Box selber reinmachen, kein Thema. Die ist auch richtig schwer. Wir hätten im Sortiment die Liontron Batterien, 100 Ampere, die würden da auch reingehen. Kein Thema. Es gibt auch andere Batterien, die da reingehen. Und was wir anbieten, fix verbaut. Die einen bei euch sagen, ja, Elektrik überhaupt kein Problem. Die anderen sagen, Elektrik nein. Ich will hier die Box mit dieser Batterie verbaut. Und da haben wir zwei Versionen. Die eine ist, ich habe sie mit Bluetooth, kennt ihr von anderen Videos von mir, da kann ich mit Bluetooth verbinden, ich kann schauen, wie viel das reingeht, wie viel das rausgeht, auf dem Handy. Die anderen sagen, nee, kein Handy, ich will die Box, aber ohne Bluetooth. Wir haben auch die gleiche Batterie ohne Bluetooth. Dann habe ich nur die Batterie. Ich habe hier vorne dann eine Anzeige, wie viel es etwa drin ist, aber mehr nicht. Nur, wenn ich weiß, ich habe die Box vollgeladen und ich gehe am Wochenende weg oder ich mache einen Transport, dann weiß ich das. Wenn sie leer ist, ist sie leer. Warum eine Batteriebox oder eine Batteriekiste und nicht eine Powerstation. Also wir haben jetzt hier bei dieser Batterie eine Kapazität von 1280 Wattstunden.
Das bringt natürlich auch die Box, wenn die Batterie drin ist. 1280 Wattstunden sind schon relativ heftig. Da geht die Powerstation mit 500 Wattstunden. Diese Batterie bringt die Leistung. Bei dem Powerstation habe ich keine Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien, sondern ich habe meistens Lithium-Ionen-Batterien drin. Der Vorteil einer Lithium-Ionen-Batterie, sie ist ein bisschen leichter, aber ich habe dann nur 3 Zellen und die haben im Schnitt um die 3 Volt, 3,6 Volt. Aber bei halber Spannung habe ich keine 12 Volt mehr. Ich habe also relativ eine große Range. Das heißt, wenn ich diese Kühlbox hier über eine Powerstation betreibe, kann ich sie nur zur Hälfte entleeren. Sprich, 12 Volt Anschluss, den ich hier anhänge, und nach halber Kapazität läuft die Kühlbox nicht mehr, weil sie abschaltet über den Unterspannungsschutz. Ja, ich habe dann noch die Möglichkeit, die Box natürlich über 230 Volt, die kann das noch, das ist ein anderes Thema, und über den Wechselrichter betreiben. Nur dann braucht die Box hier mit dem Wechselrichter in Verbindung doppelt so viel Strom. Das heißt, die Kapazität bzw. die Leistung ist natürlich halbiert, das heißt, statt 5 Tagen kann ich diese Box hier jetzt nur noch 2,5 Tage betreiben. Die einen sagen, ja, das reicht fürs Wochenende. Nur, ich kann da keine 20 Kaffee mehr rauslassen. Das ist der Unterschied zwischen einer Powerstation mit Lithium-Ionen-Batterien gegenüber einer richtigen Batterie. Also richtig, eine Lithium-Eisen. Die Gefahren zwischen Eisenphosphat und Lithium-Ionen beim Laden ist wieder ein anderes Thema. Brenngefahr und so weiter. Hier haben wir eigentlich keine bekannten Probleme. Lithium-Ionen können in Flammen aufgehen. Da gibt es Videos und Erklärungen bei YouTube amass. Ja, dann kann ich natürlich die Batterie, ein Lithium-Ionen nicht, aber wenn ich jetzt eine Bleibatterie einsetze, nach 300 Zyklen ist eine Bleibatterie hinüber, dann kann ich die auswechseln. Bei so einer Powerstation, das ist alles vergossen, verschraubt, da kann ich eigentlich nicht Batteriezellen einzeln auswechseln. Wir kommen noch zu diesen Anschlüssen hier. Übers Laden dieser Box, da mache ich ein separates Video. Wir haben hier 3 Ausgänge, die ich mit 50 Ampere belasten kann und einen großen Stecker mit 150 Ampere. Das heißt, ich kann zum Beispiel solch ein Überbrückungskabel nehmen, wo ich auf der einen Seite so einen Stecker habe und zum Beispiel, das gibt es als Set, das ist dann richtig dickes Kabel, 25 Quadrat mit einer Klemme, die 600 Ampere aushält und damit kann ich zum Beispiel ein Fahrzeug überbrücken. Also wenn ich einen Werkstattwagen habe, kann ich damit auch wieder arbeiten. Oder ich muss irgendwo relativ viel Leistung wegziehen, ich habe einen größeren Wechselrichter, den ich hier anhänge. Aber in der Regel reicht diese Box für Camper, die mit dem Dachzelt unterwegs sind, oder einen ganz kleinen Wohnwagen oder ein Minivan, wo ich nicht irgendwie in die Elektrik vom Fahrzeug eingreifen will. Laden komme ich dazu. In einem nächsten Video, das kommt, ihr könnt meinen Kanal abonnieren. Was ich damit auch betreiben könnt, wäre zum Beispiel eine Brotbackmaschine oder ein Haarföhn. Ein Reiseföhn mit 1200 Watt, da kann ich hier schon mal eine Stunde föhnen. Nur brauche ich das oder brauche ich es nicht? Ja, das soll es gewesen sein für heute. Es kommen mehr Videos über diese Box. Wenn ihr Fragen habt zu dieser Box, stellt es mir unten in die Kommentare. Ich habe hier auch
eine provisorische Preisliste mit den Artikeln, die es da als Option gibt, Ladekabel und so weiter. Die verlinke ich euch auch unten drin. Stellt mir die Fragen, was ihr möchtet, und ich wünsche euch einen schönen Tag.